Dieter schreibt, Herr Brederek, warum sind Sie in letzter Zeit wieder so kritisch mit den regierungsseitigen Maßnahmen? Sowohl die alte als auch die neue Regierung haben uns doch ganz gut durch die Pandemie gebracht. Ich erkläre dir kurz, warum ich hier so kritisch bin und warum das im Prinzip auch nicht anders sein kann. Schreib mir aber gern deine Meinung in die Kommentare und wir kommen auch wieder zu arbeitsrechtlichen Informationen. Ja, das ist jetzt hier so ein bisschen allgemeines Thema. Also abonniere gern den Kanal, wenn dich das interessiert. Zunächst einmal geht es nicht bei meinen Videos, die ich hier mache, darum, regierungsfreundliche oder regierungsfeindliche Haltung an den Tag zu legen. Wir sind im Bereich der Corona-Maßnahmen, im Bereich der massiv freiheitseinschränkenden Maßnahmen. Auch der größte Freund dieser Maßnahmen und der größte Befürworter dieser Maßnahmen wird immer sagen müssen, wenn er das juristisch betrachtet, das sind stark freiheitseinschränkende Maßnahmen und in einem Rechtsstaat muss hier besonders genau hingeschaut werden. Das mache ich. Und die, die länger den Kanal abonniert haben, die mich schon von früher kennen, die wissen, das habe ich im Arbeitsrecht und im Mietrecht schon immer auch so gemacht. Und ich habe dort immer viel kritisiert. Ich war immer sehr kritisch. Ich war nie ein Freund der Regierung, egal welcher. Das liegt nicht daran, dass ich als ehemaliger DDR-Bürger grundsätzlich gegen Regierungen eingestellt bin, weil ich das schon so im Blut hatte. Ja, das würde ich so nicht sagen, sondern das liegt einfach an der Materie. Wenn eine Regierung etwas gut macht, dann nehme ich das zur Kenntnis und habe damit kein Problem. Also ein sehr gutes Gesetz wird hier wenig auftauchen, weil es wenig Probleme schafft und dann mich auch nicht beschäftigt. Und ich bin hier letztendlich, das dürfte ich nicht vergessen, immer auch in meiner Funktion als Anwalt, als jemand, der im Alltag mit den Regelungen zurechtkommen muss, der die seinen Mandanten und den Gerichten erklären muss und der damit eben mehr oder weniger Schwierigkeiten hat. Und mit schlechten Regelungen, wie zum Beispiel der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, die politisch unklug sind und fachlich unter aller Kanone und verfassungswidrig oder verfassungsmäßig auf dünnem Eis stehen. Ja, so würde ich die mal bezeichnen. Die machen mir natürlich viele Schwierigkeiten im Alltag. Und darüber berichte ich hier. Und das hört sich nicht sehr regierungsfreundlich an, das muss man sagen. Wenn eine re neue Regierung so startet mit so einem Gesetz, dann kann ich für diese Regierung natürlich hier erstmal wenig lobende Worte finden. Es mag sein, dass sie in anderen Bereichen sehr, sehr gut arbeitet. Das nehme ich nicht zur Kenntnis hier, weil es mich nicht betrifft in meiner Arbeit. Das nehme ich vielleicht als Privatperson zur Kenntnis und politisch gesehen steht mir auch die neue Regierung grundsätzlich näher als die alte. Sie macht mir aber viel mehr Probleme momentan. Also zum Teil durch Untätigkeit, ja, zum Teil durch den aktuellen Gesundheitsminister und eben zum Teil durch ihre Gesetze. Und das bedeutet dann wiederum, dass ich hier mich vorrangig kritisch äußere. Mehr steckt da nicht dahinter. Das heißt nicht, dass ich einen der Protagonisten jetzt besonders doof finde oder irgendwie irgendwelchen Hass auf den habe oder so. Überhaupt nicht. Ich meine, die versuchen alle ihren Job zu machen. Und wie das immer bei uns so ist, dem einen gelingt es besser, dem anderen gelingt es nicht so gut. Und man hat gute Phasen, man hat schlechte Phasen. Nur meine Aufgabe ist es nicht hier Loblieder zu singen. In der Summe, was jetzt das Durchbringen durch die Pandemie betrifft, mag das faktisch auch so zutreffen, was du hier schreibst in deinem Kommentar. Aber was den Rechtsstaat betrifft, der hat ganz schön gelitten. Es mag auch wieder so sein, dass das normal ist für so eine Situation. Kann man so sagen, man kann aber auch andersrum sagen, ist auch eine gewisse Bewährungsprobe für einen Rechtsstaat. Und da hatte ich ja mal ein Video ganz am Anfang gemacht, vor mittlerweile über einem Jahr. Corona deckt die Lügen auf. Ja, Corona deckt die Lügen unserer Gesellschaft auf. Also diese Symbolgesetzgebung zum Beispiel, diese Gesetze zu machen, die dann nicht durchgesetzt werden. Da muss man fast an diesen Ulrich Wickert denken. Ja, der Ehrliche ist der Dumme. Das gilt immer noch. Ja, die sich dran halten, sind häufig die Dummen. Während die sagen, interessiert mich alles nicht, die gehen da so durch. Und wenn sie dann Bußgeld bekommen, dann kann man da gut gegen vorgehen, weil die Regelungen auf tönernen Füßen stehen. Ja? Das ist alles nicht sehr, sehr gut. Das kann man als Anwalt nicht gut finden. Andere Sachen, dass
eben vieles auf, was gesellschaftliche Probleme sind. Also der Konflikt im Corona-Bereich ist aus meiner Sicht vor allen Dingen gesellschaftlicher. Maßnahmenbefürworter, Maßnahmengegner. Der muss zwischen Staat und Bürger sich stattfinden und darf nicht in die Arbeitsverhältnisse fallen. Legt werden. Das wurde er aber sehr stark. Siehe zum Beispiel die Nichtzahlung der Quarantäneentschädigung für Ungeimpfte. Das ist ein politisches Problem. Wurde dann aber gesagt, zahlen wir nicht, so haben die Leute sich krank gemeldet, der Arbeitgeber musste es zahlen. Das sind Dinge, diese Verlagerung, ja, aus der allgemein, aus der Gesellschaft in die Arbeitsverhältnisse, auch bei der Impfpflicht, diese Belastung der Arbeitsverhältnisse in den kritischen Punkten, für die in den letzten Jahren wenig gemacht wurde, Pflege, Krankenhaus und so weiter. Das Alleinlassen der Schulen, die Durchseuchung der Schulen, die stillschweigende, die völlige Untätigkeit in diesem Bereich, kein Online, kein Distanzunterricht, keine Möglichkeit für Kinder mit Vorerkrankungen, keine Möglichkeit für Kinder mit Eltern mit Erkrankungen, das alles, das kann ich nicht gut finden. Und wenn du da irgendwas dran gut findest, dann ist völlig okay, ja. Klatsche Beifall. Aber ich, in meiner Funktion zumindest hier als Anwalt, kann das nicht gut finden. Übrigens in meiner Funktion als Staatsbürger privat auch nicht. Aber damit würde ich euch hier nicht belästigen wollen.